Also ich darf heute Abend etwas wirklich sehr, sehr Besonderes erleben. Sie zu Hause und auch ihr hier im Saal. Ich glaube, nicht nur ich glaube, ich weiß, dass es das nicht gab, seit 10 Jahren, nicht seit er von uns gegangen ist, Udo Jürgens. Und dieser Mann wäre in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden im September und hat uns über 1000 Lieder geschenkt. Hunderte von Hits über die Liebe, über das Leben, Themen, die die Gesellschaft betreffen, die uns Menschen betreffen, die aus dem Herzen kommen, von dem, wo wir herkommen und von dem, was wir sind. Und das Orchester, das ihn begleitet hat, mit dem Capo des Orchesters, Pepe Lienhardt und Orchester, haben ihn fast 40 Jahre lang begleitet auf diesem Weg. Und Künstler wie Udo, für mich persönlich ist Udo der Jahrhundertkünstler des vergangenen Jahrhunderts, für mich persönlich der größte Entertainer, den wir hatten in den letzten Jahrzehnten. Und heute Abend wird es ein Duett geben, das gab es wirklich seit über 10 Jahren nicht. Und ich bin unglaublich stolz und glücklich, dass es hier bei uns passiert. Im Wind, von meinem Fenster aus, da seh ich dich gehen. Du winkst herauf und bleibst sekundenlang stehen. Ich denk, wie schön war es doch eben noch hier mit dir. Ich weiß, was ich will. Ich will dich fühlen, wenn am Morgen erwacht. Wenn wir den Tag verbringen bis in die Nacht. Und glaube nirgends ist ein Ende in Sicht. Nein, für uns nicht. Ich weiß, was ich will. Ich will die Leidenschaft, mit der du mich liebst. Die sanfte Zärtlichkeit, wie du sie mir gibst. Die Illusion, du lebst allein nur für mich. Die brauche ich. Ich weiß, was ich will. Ich will, dass endlich etwas Neues beginnt. Dass wir nur ein Gedanke, ein Körper sind. Das ist mein Ziel. Sag mir nur eins, will ich zu viel? Signore, Signori, Pepe Lienhardt und Orchester! Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Nach dem Abendessen sagte er, lass mich noch eben Zigaretten holen gehen. Sie rief ihm zu, nimm dir die Schlüssel mit. Ich werde inzwischen nach der Kleinen sehen. Er zog die Tür zu, ging stumm hinaus, ins neonhelle Treppenhaus. Es roch nach Bohnenwachs und Spießigkeit. Und auf der Treppe dachte er, wie wenn das jetzt ein Aufbruch wäre. Ich müsste einfach gehen für alle Zeit. Pepe, für alle Zeit. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein. Ein einziges Mal bloß. Verrückt sein, das wäre doch herrlich. Und sich aus allen Zwängen fliehen.
Haus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl willkommen. Und stell dir vor, was ich soeben unter unserer Haustür fand. Es ist ein Brief von unseren Nachbarn, darin steht, wir wissen drauf. Sie meinen, du und ich, wir passen nicht in dieses Ehrenwert der. Der alte Don Juan, der starrt dich jedes Mal im Aufzug schamlos an. Hilfe! Die Witwe, die verhindert hat, dass hier ein Italiener einziehen kann. Auch die von oben, wenn der Gasmann kommt, zieht sie den Schlafrock aus. Hey, hey, hey! Sie alle schämen sich für uns, denn dies ist ja ein ehrenwertes Haus. Packen unsere sieben Sachen und ziehen aus. Mamma mia! Was für eine Technik, Udo! Geübt ist geübt, mein Lieber. Aus diesem Köpfen sich täglich um, Viertel nach drei. Aha. Oh yeah. Am Stammtisch im Eck in der Konditorei. Aha. Oh yeah. Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet. Auf Schwarzwälder Kirsch und am Sahnebuffet. Nicht Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane. Aber bitte mit Sahne. Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich als Rentner bin. Sobald der Stress vorbei ist, da lang geht nämlich hin. Dann föhnt er äußerst lässig das Haar, das ihm noch blieb, und zieht auch seinen Bauch ein und macht auf heißer Typ. Aha, 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 oh yeah. Und mit den anderen Kumpels vom Pensionärsverein, da mache ich eine Band auf und wir rocken dann gemein. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist so lange nicht. Auf den Bauch für die Bahn! Und das Gold verkündet, mein Enkel Waldemar, der abgehobene Eike. 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lange Pepe, was für ein Gefühl. Das ist schon sehr emotional. Komm mit. Mich hat das gerade... Wahnsinn. Mich hat das so gekriegt, ich kann mir vorstellen, nur ansatzweise vorstellen, wie es für dich sein muss. Wir haben ja heute schon bei der Probe
Ja, das ist ja seit 10 Jahren das erste Mal, dass wir mit Udo auf der Bühne stehen. Und nach seinem Tod haben wir nie mehr mit Udo irgendeine Art Auftritt gemacht. Und das ist jetzt schon wirklich sehr emotional, muss ich sagen. Also nehmt einmal ein bisschen mit. Danke, danke. Pepe, wie lange warst du an Udos Seite? 37 Jahre haben wir alle Konzerte von Udo begleitet. Und das war schon eine unglaubliche Zeit. Und jetzt nach diesem tollen Auftritt heute freuen wir uns natürlich auf die Tournee Da Capo Ende Jahr, Da Capo Udo Jürgens, wo wir wirklich, was wir heute das erste Mal gemacht haben, auf der Bühne einen Abend lang zelebrieren können. Und das werden wunderschöne Momente, wo wir uns drauf freuen. Da werde ich jeden Abend dabei sein und dich nerven. Ja, auf jeden Fall. Pepe, erzähl uns mal, was uns natürlich alle interessiert. Gib uns mal so einen Einblick in so ein Leben mit Udo Jürgens. Was hattet ihr für Momente? Wie ist Udo gewesen? Etwas, das wir vielleicht nicht wissen, nicht kennen, noch nicht erfahren haben. Ja gut, es gibt natürlich 1000 Geschichten zu erzählen, aber ich erzähle eine ganz typische kleine Geschichte, wo wir ganz frisch mit Udo gearbeitet haben. Hatten wir erste Gala im Ausland, in Berlin. Und morgen sind wir am Flughafen uns getroffen, die ganze Band. Udo, alle waren auf dem Flieger. Ich kam im letzten Moment, wie immer damals, heute nicht mehr. Und die haben mich damals, noch der Gate war geschlossen, zum Flugzeug gefahren. Ich fand das ganz cool. Ja, ja. Das ist total VIP-mäßig, kommt die Treppe hoch, Flugzeug voll, alle gewartet. Und Udo hat mich vor versammelter Crew, vor versammeltem Publikum zusammengefaltet. Kein Bumm. Gesagt. Und das war eben typisch. Udo hat gesagt, du riskierst, ein Konzert zu verpassen. Das ist respektlos, das geht überhaupt nicht. Habe ich auch nie mehr gemacht. Ui. Udo hat das Publikum wirklich sehr, sehr ernst genommen. Er war pünktlich. Er hat in 37 Jahren kam er nicht einmal zu spät zum Soundcheck. Wow. Ja, ja. Udo hat den Job unglaublich ernst genommen und vor allem der Respekt gegenüber dem Publikum. Das konnte man von ihm lernen und das haben wir ganz, ganz schnell gelernt. Und Pepe, ein besonderer Moment mit Udo, ein besonders emotionaler vielleicht auch, gerne auch auf der Bühne. Was ist schwierig natürlich, das ist ja mehr als abendfüllend. Wir haben so viel erlebt in den 37 Jahren. So ganz speziell war, wir haben ein Konzert gegeben in Peking und ich gehe mal davon aus, dass von den 3000 Menschen, die da waren, nicht allzu viele Deutsch gesprochen haben. Udo hat seine Songs gesungen, aber das Publikum hat getobt und am Schluss ist Udo von der Bühne runtergesprungen, das Bad bei seinen Fans genommen. Die ganzen Funktionäre, die waren ganz nervös. Das war 87, das ist lange her. Und Udo hat, die haben ihn geliebt und sie haben wirklich kein Wort verstanden. Die haben, Udo hat eine Magie verstrahlt, dass selbst die Chinesen das einfach mitgekriegt haben. Und das war schon phänomenal. Das war beeindruckend. Ich durfte ihn 2004 beim Deutschen Fernsehpreis hatte ich ihn kurz auf dem roten Teppich gesehen. Da stand ich auf dem roten Teppich zum ersten Mal mit meiner Frau auf einem roten Teppich. Wir waren ganz frisch zusammen, heute 20 Jahre, aber damals eben ganz frisch zusammen. Und die Aura, er lief hinten an mir vorbei und ich habe gespürt, dass er hinter mir vorbeiläuft. Also er hat eine Aura gehabt, die war unglaublich, oder? Auch wenn Udo in ein Restaurant reinkam, bis zum letzten Tag, ich war an seinem letzten Lebenstag mit ihm zusammen, die Leute, hat einfach was passiert. Nicht, weil man ihn erkannt hat, überhaupt. Er hat einfach eine Ausstrahlung gehabt, er hat einen Raum gefüllt. Das war schon ganz speziell. Und das war nicht nur seine Lieder, das war halt seine Persönlichkeit. Aber darf ich dir was sagen, Pepe, du füllst den Raum auch. Für mich ist es so eine große Freude, eine große Ehre. Ich darf seit 2001 auf großen Bühnen stehen und das hier gehört zu einem der schönsten Erlebnisse, die ich jemals musikalisch erleben durfte. Vielen lieben Dank, Pepe Lienhardt. Ach, das ist unglaublich. Das meine ich von Herzen. Ein ganz großes Liebeskompliment. Danke dir. Dankeschön. Oh, so, jetzt müssen wir weitermachen. Und zwar unglaublich gerne, denn wir kommen jetzt zu einer Kollegin, die auch sehr, sehr mutig ist und die...